Wir haben gedacht, dass ja, unter Wasser für uns bedeutet noch tiefer als underground, weil wir hier weder Russen noch Deutsche sehr tief gesunken. Unsere Schiffe sehr tief gesunken. Irina und ihre Freunde führen ein U-Boot-Dasein zwischen den Kulturen und den musikalischen Stilrichtungen. Manche sagen, dass die wissen nicht überhaupt, was ist das. Wir wissen auch nicht. Es ist wie immer experimentieren. Manchmal es klingt wie wie psychedelischer Rock, manchmal es klingt wie pseudosowjetische Melodien aus Krimi-Filmen, aber immer unterschiedlich. Irina Dubrovskaya hat wie viele Sowjetbürger schon lange vom Leben im Ausland geträumt. 1990 kam sie zum ersten Mal nach Berlin und bemalte mit anderen Künstlern ein Stück der Mauer, die heutige Eastside Gallery. Ich war wie unter der Narkose. Ich wusste nicht, ob ich hier bleibe oder ich zurückfahre oder... Ich hatte noch wenig Zeit zu reflektieren, ob es mir passt oder nicht, aber langsam, ich fand Berlin absolut toll und im Vergleich mit anderen europäischen Städten, es passt mir am besten, weil es hat alles. Im Gegensatz zu Moskau sind die Mieten in Berlin billig. Inzwischen kann sie sich ein kleines Atelier leisten, um ihre andere Leidenschaft, die Malerei, auszuleben. Malen, für Irina ist es Musik mit anderen Mitteln. Ich schreibe Texte für die Musik und ich singe selbst. Und für mich als Sängerin ist sehr wichtig, dass ich visuelle Vorstellung vom Text habe. Künstlerisch wie musikalisch bewegt sie sich zwischen zwei Welten. Eine künstlerische Freiheit, die ihr wichtiger ist als Geld. Ich verkaufe manchmal meine Arbeiten. Nicht regelmäßig, ich kann nicht sagen, dass man kann nur davon leben. Aber manchmal es läuft und auch unsere Musik bringt was. Und wir hatten fast 5 Jahre. Sehr oft gespielt, in Clubs, überall, in Festivals. Große Hallen füllen Irina und ihre Band nicht. Dafür haben sie sich einen Namen in der intellektuellen Kunst- und Theaterszene Berlins gemacht. Fans haben sie nicht nur innerhalb der russischen Community. Denn eines wollen sie trotz aller russischen Tradition, trotz russischer Texte nicht sein. Eine Emigrantenband, die folkloristische Heimatgefühle befriedigt. Moskau hat sehr schweren Rhythmus und ich hätte nie so viel Zeit für Kunst in Moskau. Irina Dubrovskaya nutzt die gewonnene Zeit, um mit ihrer Antifolklore Vorurteile gegen russische Musik abzubauen. In Berlin, in Deutschland.